nicht gucken. So. Wen hatten wir denn da? Lauter gut aussehende Menschen. Ja. Oh, und so attraktive Herren. Ne? Ja? Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Ja. Hatte ich nicht gedacht, extra schön für Sie heute Abend, ja? Ja? Viele Menschen mich ja auch fragen, Jolanka, wie du nachher, dass du dich so wunderschön. Nun, ich verrate Ihnen heute Geheimnis von Schönheit, ja? Können Sie nämlich kaufen, kostet nur 69 Euro ein neues Buch, wie du werden von Engerling zum Schmetterling in 20 Tagen. Aber das ist ja keine Kaffeefahrt, was? Nein? Nein! Na gut. Aber weißt denn du das? Ich kann Gedanken lesen. Das glaube ich nicht. Ich weiß. Und ich auch weiß, was du willst sagen. Echt, das funktioniert? Du weißt die ganze Zeit, was ich sagen will? Okay. Kannst du das auch mit den Gästen? Natürlich. Ja, er mag gerne mal anfassen. Ne? Lass es bitte. Okay. Was kannst denn du noch alles? Oh, Jolanka kann alles. Ja. Karten legen, Kaffeesatz lesen, Astrologie und Urologie. Bitte? Nein, nicht dich nur vergacke. Ja. Gott sei Dank. Astrologie interessiert mich. Sternzeichen und so, natürlich. Okay, kannst du auch Horoskope erstellen? Ja, klar. Gib uns mal eine Horoskope. Komm, wie geht denn das? Ach, weißt du, wir nachher so. Pass auf. Und dann müssen Sie jetzt alle nachher mit, ja? Sie rufen mir ein Sternzeichen und Jolanka sagen Ihnen Eigenschaften. Ne? Wer fängt an? Steinbock. Steinbock, gut gedrillt, ja. Steinbock ist die sehr energische Mensch. Immer der Erste schreit in Menge, sehr vorlaut. Hat sich nice starke Katerbehaarung. Okay, noch jemand? Witter. Witter. Witter sind Künstler. Haben keinen Bezug zur Realität. Ja, heulen sehr gerne, wenn sie sehen einen traurigen Film im Fernsehen. Schlafen oft nach Geschlechtsverkehr einfach so ein. Das ist Jolanka. Was? Noch jemand? Jungfrau. Schätzchen. Das glaubst du doch selbst nicht, oder? Noch jemand? Skorpion. Skorpion ist sehr logischer Mensch. Hasst Unordnung. Sonst fällt mir da nichts ein. Ist eigentlich sehr langweiliger Mensch. Noch einer? Löwe. Löwe, das ist der Dieter Thomas Heck unter den Sternzeichen, ja? Redet viel und schnell. Man hat das Gefühl, sie will in 5 Minuten alles erzählen, was sie hat im Kopf. Gelingt ihr auch meistens, ist nicht viel drin. Ganz ehrlich, das ist ziemlich allgemeines Blabla, was du da machst. Ja? Kann ich auch mal? Du bist Tisch. Ja, 10.3. Cool. Woher weißt du das? Das, mein Schatz. Kann ich riechen. Also, Mann. Wirklich. Hört mal. Ich habe für euch noch gute und schlechte Nachricht, ja? Welche ihr nicht zuerst hören? Schlechte. Die schlechte.
Nee, du musst sagen die gute. Also nochmal. Ich habe die gute Nachricht ist, hinterher, es kommen noch Nackttänzer. Ja. Ja. Ey, cool. Sowas wie die Chippendales. Genau, die Chippendales. Hey. Okay, und die schlechte? Was? Naja, es sind die vier Tauchredner. Ja, okay, Jolanka, Themenwechsel, was machst du noch so? Du bist doch hier irgendwie im Theater. Ja, Jolanka ist hier am Theater. Cool, und was machst du? Ich achte immer auf die Besetzung und verteile die Rollen. Boah, du bist hier die Regisseurin? Nein. Ja, was denn? Ich? Wer hat dir da den Gag kaputt gemacht? Naja, und ich jetzt mache Toilette ordentlich, ja, und lese Münzenorakel. Cool, wie geht denn das? Also, wie die Münzen so in dem Tellerchen, dann kannst du die Zukunft sehen. Na, ist ganz einfach. Weißt du, je mehr Münzen du legst in Tellerchen, desto ordentlicher und sauderer ist Toilette in Zukunft. Ja, ganz genau. So, ich gehe jetzt wieder zurück an meinen Arbeitsplatz, gell? Und immer schön dran denken, Hände waschen nicht vergessen, ja? Macht's gut, tschüss und einen schönen Abend. Dankeschön.